Hallo guys, welcome to another video. Und das wird auch auf Deutsch sein, natürlich. Wir of course. Haben die Anmoderation machen wir irgendwie immer zusammen auf Englisch, warum auch immer. Ja, heute gibt es den Say It or Shut It. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mit mir und meiner Schwester Dakota, die hier zu meiner Linken, für euch rechts Fragen stellen könnt, die unangenehm sein sollen, damit wir sie euch sagen oder eben nicht. Für die Leute, die nicht wissen, was Say It or Shut It heißt, man hat hier einen alkoholischen Shot. In dem Fall. Den Soju? Ja, den trinkt man, wenn man die Frage nicht beantworten möchte. Da ich eine sehr offene Person bin und eigentlich alles immer sagen kann, werde ich, glaube ich, nicht so besoffen sein. Bei Dakota kann ich es jetzt gerade noch nicht einschätzen. Also, auch nochmal für die ganzen Jüngeren unter euch. Wir wollen jetzt kein Beispiel für euch sein. Und das soll auch kein Beispiel dafür sein, dass ihr jetzt trinken sollt. Nur dieses Video. Erst am 18 trinken. Genau. Wir sind beide schon volljährig. Genau. Sieht man doch auch. Dieses Video dient einfach nur zur Unterhaltung. Und ich hoffe, wir unterhalten euch auch dadurch ein bisschen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geschnackt. Legen Kopf in den Nacken. Ah, ja. Zum Saufen. Ja, genau. Schon mal Nudes an Fremden geschickt, nicht der Partner. Nein. Nudes. Also Nudes heißt ja nackt. Ja. Ob ich Nacktbilder an jemanden anderes geschickt habe, also außer meinen Partner? Nö. Ich auch nicht. Was findest du an deiner Schwester nicht schön? Nein, ich muss auch hingucken. Was finde ich an klares schön? Haare. Du findest meine Haare nicht schön? Einfach wegen der Haarfarbe gerade einfach. Ah ja, okay, die, sorry. Weil ihre Haarfarbe hat gerade 4 verschiedene Haarfarben drin. Das mag ich an dir nicht. Weiß ich nicht. Ich mag deine Lippen auch nicht. Ich mag deine Lippen nicht. Ja, die sind da so. Ich wüsste jetzt sonst nicht, was ich. Sorry, ein Strich. Ich habe keine Lippen. Ich mag auch deine Fingernägel nicht. Vor welchem Alkohol müsst ihr kotzen? Ich. Cuba Libre. Ich muss nicht kotzen. Ah nee, egal, ich war nicht Cuba Libre. Es heißt Havana Club. Sorry, es ist Havana Club. Sorry, Marie, du wirst es nicht sehen, aber. Marie, du weißt, was abgeht. Nein, also ich muss tatsächlich, also ich trinke nie so viel, dass ich kotzen müsste, deswegen. Nein, überhaupt nein, nicht. Nein, wirklich, ich weiß, wann Stopp ist, dann kriege ich immer so Kribbeln im Körper und da weiß ich, Timeout. Popel dir. Ja, immer. Natürlich. Wir suchen nach Öl. Ja, logisch. Ich meine, wer popelt nicht? Wer popelt aus einfach, man popelt doch auch mit dem Taschentuch. Wenn man seine Nase putzt, oder nicht? Ja. Also ich tue das. Ja, also normal, ich meine jetzt so eine Nase bohren und so. Nee, das tue ich nicht. Ich mache das mit Taschentuch. Nee, also ich bohre immer mit meinem Finger. Sie sucht nach Gehirn, den restlichen Gehirn. Guck mal, was trinken wir denn endlich mal? Wann hattet ihr das letzte Mal Sex mit wem? Und, oder eher gesagt, mit wem? Oh, muss das schmeckt aber gut. Ach. Also mit der Cola zusammen schmeckt das ganz gut. Ja, Lara will diesen Sucho nicht so. Ich mag den Sucho so alleine nicht trinken, aber mit Cola ging das jetzt wirklich. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Oh. Oh Mann, ich will aber nicht. Oh. Jetzt gebe ich nochmal Cola rein. Oh, das ist jetzt mehr als ein Shot. Ich habe gerade. Also eben so. Können wir endlich mal trinken? Dann kommt die Frage des Tages und dann shottet. Oh, das ist eine Frage. Keine Frage ist, sondern was anderes. Welche Art von Unterwäsche trägst du gerade? Welche Art? Muss ich das sagen? Trink? Ich trage schon natürlich normale Unterwäsche, ne? Also die typische normale Unterwäsche. Mm. Ah, jetzt braucht Lara was Neues. Sie wird als erstes besoffen sein. Nein, glaube ich nicht. So schnell werde ich nicht besoffen. Die nächste Frage ist, hast du schon eine Unterhose länger als eine Woche getragen? Nein. Ja. Hab ich schon. Ich hab gerade gedacht so. Okay. Schon mal so besoffen gewesen, dass du am Vortag woanders warst als zu Hause? Nein. 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 Es ist Corona. schon ein Orgasmus vorgetäuscht? Nein. Nein. Warum trinkst du? Einfach zum Heimlichen. Ach ja, doch. Jetzt kann ich mich erinnern. Der haut immer rein. Hä, aber der schmeckt voll gut so mit Cola. Du hast ihn ja auch noch nie so getrunken. Hast du ihn jetzt alleine getrunken? Mhm. Hä?
jemanden geküsst, ohne zu lieben. Ja. Nein. Nein? Hm. Ich habe noch nicht so viele geküsst. Ein Freund jetzt zum Beispiel geküsst, so. Nö. Nein? Mhm. Hast du schon mal über jemanden gelästert? Ja. Habe ich. Ich schäme mich auch dafür. Aber es ist leider menschliche Natur. Der Mensch will viel reden und auch gerne. Das heißt also ja. Und warum sagst du es nicht? Ich will nur trinken. Ich will nur trinken. Kinder, die Kinder. Die ersten Fragen waren zu. Ja, um zu trinken. Stößchen. Oh. Pröschen. Bist du verliebt? Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Welche Person hast du am meisten? Welche Person hasse ich am meisten? Mein Ex-Freund. Ich hasse niemanden, tatsächlich. Mir würde eine Person einfallen. Welche denn? Fest an mein Ohr. Wer? Thomas. Thomas? Wieso der denn? Ich weiß ja nicht. Wieso denn Thomas? Ich verstehe jetzt auch nicht. Beten wir mal einfach. Hast du dich schon mal selbst verletzt? Jeglicher Art? Ja. 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 Keine Vorbilder. bist du eine Kampflesbe? Nein, das war keine Frage. Ja! Wie meine Mom sagt, sie ist bi, ich sehe aus wie eine. Hast du schon mal jemand das Herz gebrochen? Ja, tatsächlich habe ich das schon gemacht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich sein Herz gebrochen habe. Habe ich? Habe ich nicht. Von wem? Kann ich ja jetzt schlecht sagen. Bist du an mein Ohr? Nein, die denken weh. Den, ja. Ich weiß es nicht. Ja, doch. Irgendwie schon, glaube ich. Auch eine Trennung bedeutet manchmal, dass man den anderen verletzen muss. Und das ist leider völlig normal. Hast du schon mal deine Freunde angelogen? Und damit meinten wir keine kleinen Lügen, sondern größere Lügen. Welche Freunde? Freundinnen? Also allgemeine Freunde oder beste Freunde? Allgemeine Freunde und auch beste Freunde sind ja Freunde gemeint. Ja, bestimmt. Aber jetzt nicht so krasse Lügen, sondern bestimmt mal so Notlügen, so wie man hat sich zu meinen, wollte sich treffen und dann ich hat man gesagt, ich liege meistens bei der Frage, wie geht's dir? Wie soll es einem gerade gehen? Gut. Durchschnittlich. Durchschnittlich. In Ordnung, es geht einem gut. Das nächste Mal, wenn mich nächstes Mal jemand fragt, sag ich, du bist ein Hobelstutz. Würdest du deine Schwester verkaufen? Sie drehen da. Wer würde mich da kaufen? Das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe nur getrunken. Du musst es ja nicht sagen, Alter. Ich habe nur getrunken, ich habe nichts gesagt. Dann trinke ich jetzt auch. Boah, nur weil ich hier Drogen habe. Hobelschlunze. Hobelschlunze, ja. Okay. Mhm. Wie viele Personen würdest du jetzt in diesem Raum küssen? Niemanden. Kommt drauf an, wie. Ich würde dich so ganz normal auf den. Also, ne? Kuss ja halt, aber so. Wie war dein erstes Date? Mein erstes Date. Ich hatte noch nie eins. Oh, ich hatte ein. Ich trinke. Mein erstes Date. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mein erstes Date mit. Wann war das? Ich hatte schon viele Dates. Es waren auch eigentlich relativ schöne Dates. Ich kann mich eigentlich nie beklagen. Es wurde immer von dem Mann bezahlt, was nicht unbedingt sein muss, aber einfach so aus. So, das ist die klassische Art, dass Männer bezahlen. Und war immer schöne Gegend, schöne Dates, schöne Unterhaltung. Deswegen, ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, was wann das erste Date war. Also. Haben Sie sich jemals körperlich gestritten? Also mit Gewalt? Wir beide. Ja, wir beide. Wir haben uns öfters mit Gewalt gestritten. Mit Gewalt? Ja, du. Ich habe da noch. Sie schlägt immer. Würdest du dich jemals mit jemandem treffen, der vergeben ist? Nein. Ja, freundschaftlich? Ist doch nichts dagegen. Treffen datemäßig. Ach so, treffen mit datemäßig. Ja. Nee, das nicht. Aber so freundschaftlich, ja. Das ist uncool. Uncool. Hast du eine Bucketlist? Wenn ja, was für Sachen stehen auf deiner Liste? Nein, habe ich nicht. Ich habe.
Trinkst du jetzt, weil du keinen Bock hast, es zu sagen? Oder weil du nicht willst, dass man erfährt, was man rumnimmt? Ich habe so eine andere Bucketliste. Hast du schon mal auf den Tisch getanzt? Ja. Das war aber nicht Tisch, sondern es war eine Aura. Weißt du? Auf diesen Tisch. Das war ja auch ein Tisch. Welchen Tisch? Da waren doch so Proteste. Das ist aber kein Tisch, das ist Protest. Dann nicht, dann vergiss mir das Tisch. Nein, aber ich habe auch noch nie auf Tisch getanzt. Was ist das Einzige, was du an dir nicht magst? Ich mag meine Lippen nicht. Ich mag meine Nase nicht so. Die ist so breit und so schief. Was ist das Peinlichste, was auf dein ersten Date oder Dates allgemein passiert ist? Das Peinlichste? Ich glaube, das Peinlichste war, ich hatte bisher nur ein Date, wenn es ein Date war. Ich trinke lieber. Das Peinlichste. Ja, doch, ich habe eine. Das Peinlichste, was mir beim Date passiert ist, also ich habe mich mit dem getroffen und ich hatte aber vorher blonde Haare gehabt. Ich habe mich mit dem getroffen und ich hatte auch ein Bild drin, da hatte ich blonde Haare. Und da hatte ich mir 2 Tage vorher, vor dem Treffen, dann die Haare braun gefärbt. Und dann bin ich dann bin ich bei ihm in ein Auto eingestiegen und dann sagte er, ich dachte, du bist blondhaarig. Und dann habe ich gesagt so, ja, war ich auch. Und dann sagte er klar zu mir, mit blond sahst du attraktiver. Da habe ich gedacht so, ich steig so voll wieder aus. Was ist die kürzeste Zeit, die sie jemanden gekannt haben, bevor sie mit ihnen hatten? Die kürzeste Zeit? Ja. 12 Stunden. Ich dachte, du willst trinken. Nee. Hättest du ja trinken können. Ja, aber mir macht es nicht aus, das zu sagen. 12 Stunden waren es ungefähr, ja. Oder? Ja, doch. Vielleicht sogar weniger sogar. Was denn? 7 sogar. 7. Ich mag keine One-Night-Stands, aber ich mach's irgendwie trotzdem. Macht keinen Sinn. 2 Monate. Ja? Mhm. War mit meinem Ex von 2 Monaten zusammen als wir. Ah. Ist auch eine kurze Zeit. Sag ich auch immer. Erst nach 2 Monaten machen wir es, aber. Ist auch eigentlich schon eine kurze Zeit, 2 Monate. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Also man weiß es nicht. In welchem Sexakt, ich weiß gar nicht, ob du es verpiepen musst. Gut. Wahrscheinlich, ja. Bei welchem bist du gut? S.X. Weiß ich nicht. Schau nicht. Ich glaube, ich trinke einfach, weil ich es nicht sagen muss und ich will und es auch nicht weiß. Kopf und Nacken. Lecker. Stößchen. Ja, mit Cola schmeckt es echt gut. Jetzt ein Shot jetzt hier. Na komm. Ich merke schon so. Nee, ich merke gar nichts. Ey, oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Hä, hey, aber da ist noch nichts drin. Ja, ich sag, würdest du mit deiner Berühmtheit schlafen, um berühmt zu werden? So rum. Nein. Ja. Ja, würde ich. Das klingt, oh mein Gott. Das klingt ganz scheiße, aber würde ich. Wenn ich die Person noch attraktiv finde, dann würde ich es sicher machen. Aber jetzt ohne den Hintergrundgedanken, damit berühmt zu werden. Ich meine, wie will man denn damit berühmt werden? Das weiß ja dann keiner. Wenn du die Möglichkeit hast, die ganzen Accounts deines Partners zu hacken, ohne dass er es weiß, würdest du es tun? Nein. Okay. Aha. Interessant. Mach weiter. Wir haben eigentlich keine Cola mehr. Ich bin noch gar nicht besoffen. Zu wenig getrunken. Schwarm, jetzt zusammen sein. Ich hatte gar nicht. Ja. Das wäre dann aber Dings. Sag's bloß nicht. Boah, der sieht echt scheiße aus hier. Hoffentlich sieht er das nicht, aber na gut. Mein Highschool-Schwarm. Obwohl, warum würde ich dann mit dem zusammen sein? Oh, ich kann so sagen. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, ach, keine Ahnung. Was ist deine peinlichste Fantasie? Meine peinlichste Fantasie? Ach, keine. Ich habe keine peinliche Fantasie, weil ich finde sie nicht peinlich. Deswegen. Aber die geilste war, da war ich mit 2 Frauen und einem Mann. Das könnt ihr euch denken. Mehr kann ich nicht erzählen, weil wegen Copyright. Nee, nicht Copyright, wegen
Das Video wird dann gesperrt wegen sexueller Inhalte. Wie viele S.X Spielzeug hast du? Eins. Eins. Freut sich auch noch. Was ist das seltsamste Rollenspiel, was du gemacht hast? Gar keine. Ich habe auch noch keinen gemacht. Da wollte jemand, aber ich nicht. Ich bin da mal weg, Bruder. Genau. Bruder, da muss ich los. Was ist das schmutzigste Bild, was du jemals bekommen hast? Oh ja, ein Dickpick, ne? Das ist das schmutzigste. Ich habe eine Dickpick-Seite. Das ist von Fred 01, genau. Das ist Sven HP. Genau, nachher, falls jemand braucht. Nein, was ich mal mache, ich sag immer so, warum schickst du mir ein Bürstchen? Ich hab keinen Hunger. Der ist gut, ey. Den muss ich mir merken. Ne? So, ihr Lieben, das war's mit dem Sale or Shut It. Teilweise waren da wirklich ein bisschen langweilige Fragen mit drin. Die hast du ausgesucht, Darling. Wir beide sind, würde ich sagen, schon ein bisschen offener gegenüber diesen Fragen. Also, wir sind ja auch um einiges älter. Das hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Wir sind halt einfach von Natur aus ein bisschen offener, um Dinge zu sagen. Deswegen, falls ihr noch so ein Sale oder Shot sehen wollt, stellt uns gerne richtig krasse, unangenehme Fragen, damit es richtig peinlich werden kann irgendwann mal. Genau. Und wenn ihr wollt, dass wir zusammen einen gemeinsamen Kanal eröffnen, abonniert diesen Kanal. Warum gerade den? Okay, macht einfach. Abonniert gerne diesen Kanal. Der ist kostenlos. Wie immer, wie alles. Hau rein.